So, Patrick Rätsch, Sprinterkurs, Sprint am Ende um die Entscheidung. War es auch ein klassisches Sprinterrennen? Ja, definitiv. Es wurde von einem kleinen Berg gesprochen, den habe ich heute nicht gemerkt. Höchstens eine Autobahnbrücke und eine Autobahnauffahrt oder Bundesstraßenauffahrt. Und ja, war eigentlich super leicht. Man konnte es sich schwer machen, indem man versucht zu attackieren. Das habe ich auch gemacht, aber es ist nie wirklich eine richtige Rennsituation oder eine klare Rennsituation entstanden. Wir hatten maximal, ich glaube, 30 Sekunden, sind drei Runden vorm Feld gefahren und ja, am Ende war es, wie erwartet, ein Sprint. Dabei war das eigentlich eine gute Gruppe mit Toni Martin dabei und Lennart Kemner. War euch gleich klar, das wird so nichts? Ich persönlich habe es schon gehofft, es war eine gute Gruppe, aber die Gruppe war nicht 100% entschlossen. Bora hat noch ein bisschen mit Chili gesprochen, da war sich auch nicht ganz so sicher. Ich meine, Toni wollte natürlich auch, ist natürlich auch für Marcel gefahren und somit war das alles unsicher und nicht Fisch, nicht Fleisch und am Ende. Mit Simoni wäre es vielleicht noch besser gewesen, wäre Giant Alpecin nicht gefahren. Und ja, Ende ist so. Schöner Tag, schöne Veranstaltung im schönen Erfurt. Sonne hat geschehen. Ich glaube, wir können alle zufrieden sein. Danke.